Wir beide stehen heute hier im Green Room der SPD-Fraktion. Also das ist der Raum, wo so wunderschöne Videos entstehen. Unseres wird heute mit ziemlich viel Grün im Hintergrund, weil wir euch ganz schnell was zur Verschiebung des Cannabis-Gesetzes aus dieser Woche sagen wollen. Carmen, das Gesetz wird verschoben. Wie kann das sein? Es liegt an der weltpolitischen Lage, denn wir wollen diese Woche sagen, wir sind solidarisch mit Israel und deswegen ist das unser Hauptthema. Wir wollen quasi keine weiteren Debatten, die möglicherweise zu einem Kampf zwischen der CDU und uns genutzt wird, sondern wir wollen heute einstehen, diese Woche einstehen und deswegen werden wir es dann nächste Woche verhandeln. Aber das ändert erstmal am Zeitplan nichts, oder? Genau, wir werden zusehen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Wir werden dafür sorgen, dass das dann in der nächsten Woche irgendwie alles über die Bühne geht. Und ich will noch deutlich sagen, dieses Israel und die Solidarität steht im Mittelpunkt. Das ist übrigens was, was alle Fraktionen eint. Wir haben das gemeinsam entschieden. Das ist nicht die Entscheidung von irgendjemand zu sagen, wir verschieben das jetzt mal. Diese Woche hat einfach einen anderen Fokus. Nächste Woche kommt das Gesetz und dann werden wir sehen, dass der Zeitplan genauso bleibt, wie er vorgesehen ist.